Jette Unkraut bei Realitätssetzling ist ein neuer Woche 2 Auftrag in der Season 3 und ich denke mal mittlerweile sollten die meisten Leute diese Realitätssetzlinge kennen. Die gibt es ja hier vorne bei Reality Falls und damit kann man so einen eigenen kleinen Baum machen, wo es dann auch Waffen gibt. Und ich habe meinen Baum, glaube ich, hier vorne irgendwo hingeschmissen. Davon ist er auch schon hier und da könnte ich jetzt hingehen und das Unkraut halt jäten, dann wird der Loot halt besser. Ich könnte aber auch einfach Bäume von anderen benutzen, die findet man um Reality Falls auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Man sieht auch schon hier vorne sind diese ganz kleinen Setzlinge oder Bäume und dort könnten wir jetzt einfach mal hingehen und das Unkraut wegmachen. Ich denke mal, ja doch, da ist Unkraut, wie man sieht, machen wir jetzt einfach mal von ihm das Unkraut weg und dadurch werden auch gleich hier die Waffen besser, wie man sieht gerade, selten. Und wenn ich jetzt das Unkraut hier wegmache, wird es gleich auf jeden Fall episch. Und hier ist auch noch mal eins. So, und jetzt wird das auf jeden Fall besser. Ja, jetzt gibt es hier epischen Loot. Das kann man natürlich, wie gesagt, bei anderen machen, aber auch bei seinem eigenen Baum, wenn man einen gepflanzt hat. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es lohnt sich sehr. Und ich suche es noch mal ganz kurz nach einem anderen Baum. Bestimmt steht hier gleich auch noch mal einer rum. Ansonsten geht einfach zu eurem eigenen Baum und macht den halt hoch. Meiner mittlerweile ist hier auf legendär und so lasse ich das auch erstmal. Aber deswegen ist es ganz cool, dass man das Ganze auch bei den anderen Realitätssetzlingen machen kann, also von anderen Spielern. Hier zum Beispiel auch nochmal kurz Unkraut wegmachen, also Unkraut jäten, zack. Und dann hat er jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal besseren Loot. Das dauert auch noch ein bisschen, bei ihm wächst das gerade. Und naja, so machen wir es einfach, wie gesagt, am besten bei Reality Falls landen. Hier haben wirklich die meisten Leute ihre Setzlinge hingemacht. Ansonsten macht ihr halt euren eigenen hin. Ihr braucht aber auf jeden Fall 5 von diesem Unkraut. Also müsst ihr 100%ig zu 2 Bäumen gehen.